Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Mastermind. Mastermind, in dem Fall 2 bis 5 Spieler, dazu später mehr im Fazit. Es ist ab 8 Jahre und hier ist ja auch jetzt bis zu 5 Spieler spielbar. Bis zu 5 Spieler. Parker bzw. Hasbro steht auf der Rückseite, ist die Neuauflage. Ein Spiel, was mich seit den Ende 70er, Anfang 80er Jahre begleitet. Ein tolles Spiel, da haben wir das wirklich rauf und runter gespielt und insbesondere zu zweit. Wir demonstrieren das euch jetzt auch in dem Fall zu zweit. Das heißt, Elias versucht, diesen Code zu lösen und abschließend gibt es auch das Fazit. Bevor ich dir das gleich überlasse, du kannst nämlich auch klären, glaube ich, du kannst gut erklären. Ich stelle nachher den Code ein und dazu drehe ich an diesem Rädchen quasi, welche Kombination ich will. Ich kann 4 unterschiedliche Farben nehmen, ich kann aber auch mehrere Farben gleich nehmen und das stelle ich vor mir ab. Wie viele Versuche hast denn du, das Rätsel zu lösen? Ich habe 12 Versuche. Mhm. Zum Beispiel, stell's mal irgendwie ein. Ich stell's mal ein, ganz verrückt. Und das auch was richtig ist. Ach so. Ja, dann kann ich es besser erklären, dann kann ich zeigen, wie es geht. Das kannst du machen, warte mal, ich stell das mal so ein. So, und der Elias darf schauen. So, der Elias hat jetzt nichts richtig. So. Weil, ich zeig's euch, nachher machen wir das richtig, 4-mal grün. Also macht er nichts. Dann weiß ich, die gibt's nicht. Die Farbe gibt's nicht. Ja, die alle 4 Farben. Dann ich mach's immer so. Ich suche mir die Farben raus, leg sie raus und sag, die darf ich nicht nehmen. So, dann mache ich weiter, ohne die. Und 12 Versuche hat er, das Rätsel zu lösen in dem Fall. Deswegen wird das immer aufgebaut. Wie damals auch beim alten Mastermind geht einem so, erne mal die Farbe jetzt aus. Jetzt wär's. Ja, jetzt wären es 2 Treffer. Ja, weil es sind 4 grüne und hier sind 2, also 2. Machen wir mit unterschiedlichen Farben. So ja, aber das passt. Aber wenn es unterschiedliche, dann wären wenn es die Farben wären, nur halt anders, woanders hin positioniert, dann macht man 4. Genau. Und man hat gewonnen, wenn 4 draußen sind. Okay, und ich glaube, mit diesen Infos können wir einsteigen. Ich stelle schon hier alles ein. Und dann gucken wir mal, ob der Elias das rauskriegt. Ich habe es eingestellt. Und dann zeigen wir euch ein paar Sequenzen. Ich habe den Code eingestellt. Du konzentrierst dich mal da drauf, in dem Fall. Das heißt, ihr wisst jetzt, was ich eingestellt habe. Und jetzt gucken wir mal. So, also es ist 1 und 1 an der richtigen Position. Das war schon mal ein guter Anfang. Teilweise aber auch schwierig, weil jetzt muss er überlegen, was sortiere ich denn aus? Er hätte es gern einfacher gehabt, je nachdem. Aber so tastet er sich dann heran und schaut natürlich, okay, ich verändere vielleicht nur die eine oder eine zweite Position. Ist also schon ein bisschen taktisch geprägt. Genau das macht er jetzt. Das heißt, ich mache jetzt hier 1 ist richtig und sonst nichts. 1 ist richtig. So, jetzt hat er aber einen super Hinweis bekommen. Die alte gibt's nicht. Ja, das kann er natürlich schon aussortieren. Das war sehr gut von dir, der Zug. Das heißt, er weiß jetzt, was stimmt, weil er hat es schon weitergemacht. Genau, das weiß er. So, und jetzt kann er natürlich aussortieren und weiß unter Umständen auch, was sonst noch vorkommt. Weil in der ersten Runde hat er ja auch einen Tipp bekommen, dass noch eine stimmt natürlich. Aha. Also war ein richtig guter Start. Woanders hinkommt. Ja, woanders hinkommt, genau. Wenn 2 richtig sind, war es auf jeden Fall das. Ja, und das auch. Mit dem, dann war das auch das Richtige. Weil blau, das haben wir herausgefunden, das. Was? Mach. Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich jetzt euch präsentiert habe an Szenen, aber das war Mastermind zu zweit. Dein Kopf raucht, oder geht's? Jetzt wisst ihr, warum der Papa das nicht so oft spielt, aber du spielst wahnsinnig gerne. 12 Versuche, diesmal war es eng. Und deswegen habe ich gedacht, man braucht ich halt nur richtig nachgucken, ne? Genau. Und dann noch rechnen. Und manchmal verdreht sich's wieder ein bisschen, obwohl ich stehen lasse von dem Rädchen her, aber es war rosa, blau. Ihr habt es, glaube ich, gesehen. Und das war in dem Fall Mastermind. Und jetzt nimmst du noch ein kurzes Fazit. Das war Mastermind. Ich mag das Spiel. Ich mochte es. Also ich habe es früher einfach wahnsinnig oft gespielt. So, Elias, was findest du nicht so gut an dem Spiel? Nix. Reichen dir die? Oh. Oh, das heißt? Sind halt ein bisschen wenig. Ja, warum macht man da so wenig rein? Das war damals schon das Problem. Also so viel kosten die jetzt auch nicht mehr. Was gefällt dir so gut an dem Spiel? Gefällt es dir überhaupt? Dass man rechnen muss. Ja, ob taktieren muss. Ist das jetzt eigentlich ein Spiel für dein Lieblingsregal? Ist ja ein eher älteres Spiel. Grenze? Ja. Grenze. Aber Top-Spiel nach wie vor. Mhm. Würdest du es jeden Tag spielen? Nee. Nee, weil? Ist schon ein bisschen anstrengend, ja, oder? So, was mir auch nicht so gut gefällt, das Rädchen in dem Fall, wo man einstellt, da muss man schauen, dass sich das nicht irgendwie verdreht oder wenn man drankommt. Das man ist jetzt nicht halt so gut gelöst. Da muss man es immer im Kopf behalten. Ja, das ist ein bisschen doof. Ja. Und spielst nicht zu dritt, zu viert, zu fünf, weil mit den Codes, mit den Punkten, oh nee. Dann grübelt einer länger, die Downtime ist länger und dann braucht man ewig in dem Spiel. Ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt. Nee, ich bleib lieber bei dem Zwei-Personen-Spiel, weil mir bleibt ja auch nichts anderes übrig, als zuzuschauen, was der Spieler oder die Mitspieler machen. Und wenn es nur ein Spieler ist, ich kam durchaus auf meine Kosten, dann macht's Spaß. Und gerade für Kinder, Jugendliche ist es ein tolles Spiel und die haben durchaus ihren Spaß. Ich glaube, der Elias will mich herausfordern. Ansonsten, wie gesagt, ein alter Klassiker, hat immer noch seine Berechtigung, glaubt man kaum. Und ich glaube, der verkauft sich auch gut, weil viele jetzt auch sehen, man kann es bis zu 5 Spiele absolvieren. Nee, ich bleibe bei 2 Spieler. So, und der Elias wollte loslegen mit einem anderen Satz, weil wenn euch das Spiel gefällt und ihr es euch holen wollt, dann unten in die Beschreibung, genau. Da findet ihr die Links, da könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das Spiel euch da holen wollt oder andere Produkte. Ihr zahlt nicht mehr, unterstützt uns aber automatisch. Ja, Daumen hoch könnt ihr uns auch noch geben. Das funktioniert. Je nach Video funktioniert es nur mit den Kommentaren. Das ist ein bisschen schwierig, weil speziell für Kinder, nicht speziell für Kinder. Aber das ganze Video wird ja auch verlinkt auf etlichen Social-Media-Plattformen bei uns. Da könnt ihr auf jeden Fall uns benachrichtigen oder schreiben, wenn es euch gefällt oder auch nicht gefällt. Jetzt sage ich aber tschüss, macht's gut, bis bald.